So, recht herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Das letzte Mal ist schon wieder jetzt eine Weile her. Wenn ich mich recht entsinne, waren wir noch auf der Suche nach Höhlenschwefel, nach Schwefel, kann das sein, ne? Ich würde sagen, wir machen einfach direkt da weiter und ich sag euch Bescheid, sobald ich irgendetwas von Bedeutung finde. Im Optimalfall. Fuck, 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 fuck. Im Optimalfall natürlich dann Schwefel, aber ja, das werden wir sehen, ob ich das noch finde. Mal schauen, wie viel der Folge ich dafür noch brauche. Und ich bin jetzt einmal schon in die Richtung losgeschwommen. Einmal in die Richtung. Ich habe überlegt, ich könnte mal vielleicht zurückgehen, wo ich herkam. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo das war, aber ich war ja am Anfang an Land. Und ich habe überlegt, ob da vielleicht noch irgendwo was war, was ich nicht mitgenommen habe. Fuck, wo war das hier? Hier ist relativ viel Eis, also das sieht schon mal gut aus, aber ich weiß nicht. Ja, fuck, es ist Nacht oder was? Ah, starkes Timing. Ganz, ganz starkes Timing. Ich muss mal schauen, ob ich. Ah, ich kann auch kein Bett machen, ne, weil ich noch kein Konstruktionswerkzeug habe. Eine Taschenlampe habe ich auch noch nicht. Warum auch immer. Nicht so schlau, ne? Nicht so schlau. Ach, hatte ich hier eine Taschenlampe, ne? So, ah ja. Na guck mal. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, hier war ich letztes Mal schon. Da war ja dann der komische Fischi. Aber vor dem kann ich jetzt auch safe wegschwimmen, oder? Ich habe keine Angst mehr. Ist nicht ganz richtig, aber ich rede es mir einfach ein, ne? Warning. Passing War das 100 hier? meters. Oxygen efficiency decreased. Da ja. Boah, ist halt auch so dunkel hier. Durch die. Weißt ihr, müsst euch noch überlegen, für mich ist es noch dunkler. Weil hier fette Scheinwerfer meine Fresse strahlen. Und ich noch die Brille auf hab, die jetzt, na, nicht ganz optimal ist, vielleicht zum Oxygen. Sehen. Das war sonst immer so einfach zu finden beim Ansehen. Das war einfach in irgendwelchen Höhlen drinne. Aber ich habe ja noch keine Höhlen gefunden, so wirklich. Außer diese eine mit dem Nest. Aha. Was haben wir hier? Ah, okay. Keine große Höhle. Ich dachte schon, okay, vielleicht hätte ich eine Höhle gefunden, ne? Aber wohl doch nicht. Was brauche ich denn für eine Taschenlampe? Das würde ich jetzt mal machen, glaube ich. Batterie und Glas. Ja, komm, Digga, das ist ja geschenkt. Zwei davon und eine Batterie war das hier und eins von diesen komischen Pflanzen. Ah, ich brauche zwei davon. Ach komm, und das ist ein Joke jetzt. Ah, ich habe eins nur dabei. Ja, perfekt. Okay, dann nochmal rein hier. Ich habe so viel Scheiße dabei. Warte mal, kann ich irgendwelche Behälter machen? Ja, guck mal, wasserdichte Kiste. Perfekt. Nailed it. Ja, jetzt ist sie auch schon wieder vor. Ja, egal. Das reicht. Okay. Welche Richtung war ich jetzt? In die Richtung? Oh Gott. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Ich sehe es gar nicht. Es hat Nebel oder was? Holy shit. Okay, warte mal. Also, ich war in diese Richtung. In die Richtung. Da zu den Eisschollen gehe ich dann mal, oder? Oder gehe ich. Ja, ich gehe zu den Eisschollen, glaube ich, lieber. So, dann schauen wir doch mal. Ah, guck mal. Ja, hier war ich definitiv noch nicht. Hier war ich definitiv noch nicht. Ja. Yo. In der letzten Folge suche ich so gefühlt die halbe Map. Als ob, Junge. Ich suche letztes Mal so gefühlt die halbe Map ab und hier sind einfach drei Fragmente auf einem Haufen. Direkt am Anfang. Okay, das sieht ein bisschen creepy aus. Wieso ist es hier so dunkel? Oh, nee. Ach, weil es unter Eis ist, oder? Oder ist schon wieder Nacht? Es war auch gerade eben Nacht. Oder bin ich lost? Bin ich gerade irgendwie komplett verwirrt? Ich könnte es mir vorstellen halt, ne? Ich gehe mal, warte. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Ah ja, hier sieht es gut aus. Hier war ich, glaube ich, am Anfang. Hier kam ich her. Ja, guck mal. Hier kam ich her. Ja.
Okay, aber hier war ich vielleicht doch irgendwo, irgendwas. Was ist das? Schnee. Okay. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Was heißt gefährliches Wetter? Bringt es mich jetzt um oder wie funktioniert das jetzt? Ich sehe halt nichts, das ist das Ding. Ja, alright. Er ist stark. Boah, Junge, die sind schon ein bisschen creepy, ne? Aber die machen mir nichts. Die wärmen mich, glaube ich, nur. Also die sind sogar nett. Okay, aber jetzt weiß ich irgendwie, in welche Richtung mein Festland hier ist. Falls ich da aus irgendeinem Grund nochmal hin sollte. Kommt man da rein? Nee, okay. Schwefel, zeige dich. Noch mehr Seegleiter. Okay. Ist das hier ein neues Biom? Eine Eiswurzel. Ah ja. Wächst an der Unterseite von Eisschollen und Eisbergen. Die Ranken sind mit dünnen, stechenden Haaren übersät. Die kleinen Fische und Plankton betäuben, die daraufhin Nährstoffe zerlegt werden. Diese Ranken sollten gekappt werden, um das essbare Herz effektiver ernten zu können. Für einen hohen Nährwert sorgfältig ernten. Nice. Hau. Ah, da. Eiswurzelknolle. Kann ich die jetzt essen, oder was? Ja. Nice. Okay. Das ist doch nett. Ach, da sind die Pinguine. Hallo. Kann mir zufällig einer von euch erzählen, wo es hier Schwefel gibt? Ihr seht nicht so aus, als wüsstet ihr, was Schwefel ist, ne? Oh. Was haben wir hier? Eine Tangwurzel, naja. Klingt nicht allzu gefährlich. Leuchtziehkoralle auch nicht. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, okay. Ich komme gleich nochmal hier runter. Das ist eine Höhle jetzt erstmal. Das ist meine erste richtige Höhle. Ah, hier ist nochmal so ein Nest. Seegleiter. Ernsthaft? Wie viele von den Dingern habe ich jetzt schon? Oh, was ist das? Jawohl! Jawohl! Den kennen wir, den kleinen Pisser, den kennen wir doch. Jawohl! Was ist das jetzt hier? Kreaturen? Ernsthaft? Ich wollte... Das ist ein Joke, oder? Ich wollte... Schwefel und kein Kreaturenei. Junge, jetzt dachte ich echt, ich hätte es, ne? Junge, wie selten ist denn Schwefel hier bitte? Oh, okay. Hier vielleicht? Bitte. Ich will doch nur Schwefel. Mehr will ich doch gar nicht. Oh. Oh, okay. Delta Station. This is the place. Wo will die Fahrzeugstation? Oh. Was geht jetzt ab? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Kein Thema. Ich brauche Schwefel. Schnell. Ist hier irgendwo was? Mobile Fahrzeugstation. Okay, das habe ich jetzt. Aber ich will Schwefel. Laserschneider. Ja, okay. Schwefel. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, da vorne ist ein Vulkan. Ich glaube, ich gehe nochmal runter. Oh, falls ich rauskomme. Fuck, wie weit war ich denn? Oh, okay, danke. Oh mein Gott, Lifesaver. Oh. Bitte. Bitte drop der Schwefel. Ja. Ich bin raus hier. Oh, Halleluja. Also droppen die doch noch Schwefel, okay. Ich dachte schon, das wäre halt irgendwie geändert worden, aber... Oh, Gott sei Dank. Boah, die. Alter, ich hätte ganz kurz gedacht, das wäre ein Warper. Aber. Das gibt's hier hoffentlich nicht mehr. So, hinten ist jetzt Anleger zur Station Delta. Okay. Aber wir haben Schwefel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wofür ich das wollte. So lange ist es. Was ist das denn? So lange ist es schon her.
Alright. Da unten sind nochmal zwei Fragmente. Oh, Junge, Junge. Ich glaube, ihr wisst wovon. Okay. Mineraldetektor. Oh, okay. Ah, schon fertig. Schreibtisch, ja, perfekt. Nehmen wir mit. Also, nicht so ganz, aber... New Blueprint Synthesized. Versorgungskiste, ja, okay, okay. Ja, der ist in Ordnung, nehme ich mit. Ich weiß nicht, wo das jetzt genau herkommt, was das jetzt soll, aber... Ich glaube, das ist so ein Tauchdinger hier, ne? Hat wohl nicht ganz gehalten und hier ist was abgebrochen. Oh, da unten ist noch mehr. Da unten ist noch mehr. Nice. Ich bin hier schon nicht irgendwie in einem Bossgebiet, oder? Wenn jetzt hier so viel Loot rumliegt. Signalboje, habe ich das nicht schon? Ja, habe ich schon. Ah, okay. So krass war es jetzt doch nicht. Alright. Ja, dann mal ab nach Hause. Und dann schaue ich mal, was ich überhaupt machen wollte mit dem Schwefel jetzt, ne? So. Alright. Also, Titanbeeren kann ich jetzt machen. Energiezelle. Ein Entfernungsmesser zum Orten von Rohstoffen, Fragmenten und anderen Gegenständen mit ihnen. Das ist nicht schlecht. Da soll ich mal drüber nachdenken. Mobile Fahrzeugstation ist auch eine... Also wir haben jetzt einiges freigeschaltet. Das werden wir dann nächstes Mal vermutlich machen. Wozu brauchte ich jetzt nochmal das... Reparaturen... Aber das brauche ich doch gar nicht. Wozu brauche ich ein Reparaturenwerkzeug? Ich muss doch nichts reparieren, hä? Ja, ich habe ja nichts zum Reparieren hier. So, das ist das Ding. Habe ich das echt da... Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Nein! Das war Schwefel, ne? Ich hatte das jetzt nicht ernsthaft. Ach, come on. Okay. Also, zurück. Mobile Fahrzeugstation. Schmierstoff, Titanbar, Computerchip. Das sollte alles machbar sein. Computerchip braucht... Ja. Dann mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal wird viel gebaut. Mache ich eine mobile Fahrzeugstation. Mache ich einen Mineraldetektor. Müsste auch gehen. Jawohl, das geht auch. Reparaturwerkzeug mache ich keins mehr. ein Kompass wäre auch mal eine Überlegung. Schwimmflossen habe ich, glaube ich, schon. Ja. Schon mal auf jeden Fall ein paar Sachen vor. Also, Schwefel haben wir wohl doch nicht gebraucht. Zwei Folgen verschwendet. Man sieht es doch gerne. Ja, dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.